Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Ich bin Gernot Starke und freue mich, dass ich dabei sein kann. Was machst du? Ich bin Software-Engineer aus Leidenschaft. Ich helfe Firmen, Software methodisch besser zu machen. Ich reviewe, ich coache und ich gebe Schulungen und Trainings. Alles das rund um mein Lieblingsgebiet Softwarearchitektur. Was steht auf deiner Visitenkarte? Ja, Gernot halt. Nein, das wollt ihr nicht wissen. Auf meiner Visitenkarte steht Fellow. Und möglicherweise glaubt ihr mir das nicht. Darum halte ich jetzt mal so eine Visitenkarte in die Kamera. Das ist eine ganz alte. Die darf Robert gar nicht sehen. Zumindest ist die hier ein bisschen neuer. Und wenn ich die mal rumdrehe, dann könnt ihr das möglicherweise sehen, dass da steht Fellow. Ja, was immer so ein Fellow so macht. Schön, dass die Visitenkarte sowieso schon Ewigkeit niemand mehr angeguckt hat und ich die auch praktisch niemals verteile. Da könnte auch Softwarearchitekt stehen, da könnte auch Coach Consultant stehen oder Software Engineer. Das wäre mir eigentlich egal. Hauptsache Gernot steht drauf. Wie bist du da hingekommen? Wie ich da hingekommen bin oder wie ich dazu gekommen bin, dass ich Unternehmen helfe, hoffentlich bessere Software zu entwickeln. Das begann vor einer ganz schön langen Zeit. Ich habe schon seit der Schule eine Begeisterung fürs Programmieren gehabt. Da kamen gerade so die allerersten Computer. Ich habe mich dann entschieden, Informatik zu studieren. Also meine ursprünglichen Wünsche, Chemie zu machen, habe ich in den Wind geschrieben, zum Glück. Ja, und ich habe im Studium relativ schnell einen Nebenjob angefangen. Programmieren halt. Und im Studium, ich habe in Aachen studiert, gab es halt relativ viel Informatiktheorie. Und in meinem Nebenjob gab es ziemlich viel Informatikpraxis. Unter anderem haben wir zu zweit gearbeitet. Und das war schon anders als an der Uni, weil da musste man alle Aufgaben alleine machen. In der Praxis halt zu zweit. Und ich habe mir gedacht, der Idiot, der macht ja alles anders als ich. Der andere, der war gar kein Idiot, der war super. Der hat sich auch gedacht, ey, der Gernot macht ja alles anders als ich. Und schon da habe ich gemerkt, das ist in der Praxis ein bisschen schwieriger. Irgendwie müsste man das mal systematisch angehen, ne, praktisch Software im Team, in der Gruppe methodisch zu entwickeln. Ich habe dann irgendwann eine ganze Zeit später gelernt, dass das Software Engineering heißt. Ich habe noch viel später gelernt, dass es da eine quasi Unterdisziplin Softwarearchitektur gibt und so habe ich zumindest mal meine berufliche Passion gefunden. Ich habe nach dem Studium eine Firma gegründet, also mich selbstständig gemacht, mit einem Freund zusammen, Qualidata, Aachen, Europa, Platz 1, coolste Adresse ever, ist zum Glück völlig schief gegangen. Also ich habe nicht allzu viel Geld verloren, aber ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe gelernt, wie die Praxis funktioniert. Ich habe so ein bisschen was über Wirtschaften gelernt. Ich habe ein bisschen was über Unternehmensorganisation gelernt, weil ich halt selber ein Unternehmen organisiert habe. Ich habe gelernt, dass es von dem Coden bis hin, dass so ein Ding wirklich wirtschaftlich läuft und Geld bringt und man damit Geld verdienen kann, ein langer und ein bisschen steiniger Weg ist. Anschließend bin ich wieder quasi Vollzeit zurück an die Uni, habe meine Promotion fertig gemacht, die ich versucht habe, neben der Selbstständigkeit zu machen. Ging nur so mittelgut. Und bin nach der Promotion im Bereich Software Engineering dann zu einer Kölner Beratungsfirma gegangen. Und das war super, weil ich da so ein großes Portfolio, eine große Bandbreite an verschiedenen Kunden aus verschiedenen Unternehmen kennenlernen durfte. Von Behörden über Chemieunternehmen, über kleine Mittelständler, über inhabergeführte Mittelständler, die bessere Umsatzrendite hatten als alles andere, was sonst so in der Welt rumläuft. Also ein richtig schönes, breites Spektrum. Das hat mir ja für mein weiteres Leben irgendwie doch echt viel gebracht.
In dieser Zeit durfte ich das sogenannte Object Reality Center aufbauen. Da ist gerade Java erfunden worden, so zu der Zeit. Und ich habe eine Kooperation mit Sun Microsystems eingeläutet, dieses Object Reality Center. Und seitdem stecke ich irgendwie in dieser Java-Informationssysteme-Welt. Auch das hat meinen Berufsweg irgendwie doch sehr, sehr geprägt. Ja, dann gab es eine ganze Zeit lang noch als Angestellter, um die 2000er rum eine ganze Zeit lang als Freiberufler und seit 2011 InnoQ Fellow. Immer als externer Consultant, immer unterwegs durch die Projekte, durch verschiedene Branchen, seit den 2000ern primär für Informationssysteme. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Was mich in den Bereich reingezogen hat, ich habe hier mal wieder die andere Kamera eingeschaltet. Ich bin nämlich irgendwie ein Technikspielkind. Also statt die Kameras mit Klicken umzuschalten, habe ich lieber so ein Gadget. Ich habe eine beleuchtete analoge Tastatur. Also ich mag Technik und ich mag auch immer noch programmieren. Und diese Technik, dieses Kreative beim Programmieren, das ist letztlich das, was mich in die IT gezogen hat. Und das ist auch eine der Dinge, die mich auch heute immer noch an diesem Job in der IT total begeistern, dass wir eine leere Datei aufmachen und können da was kreativ schaffen. Sehr coole Sache. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Mein schlimmster beruflicher Moment? Es gab da leider mehrere von. Die Situation war aber immer die gleiche. Ich habe Software gebaut. Nein, ich habe mit an Software gebaut. In diesem allerschlimmsten oder ersten dieser allerschlimmen Momente haben wir eine Callcenter-Software für eine Versicherung gebaut, wo versicherte Personen ihre Schäden melden könnten, sogenanntes Schaden-Callcenter. Das hat im Grunde ziemlich gut funktioniert. Also wir haben, hatte ich gedacht, eine ziemlich runde Sache abgeliefert. Damals, das war noch in den 90ern, hat man nicht so schön iterativ continuous delivered, sondern man hat halt, wenn man eine ganze Zeit lang, ein Jahr lang an diesem System gebaut, haben das getestet und haben das ausgeliefert und es ist fürchterlich schief gegangen. Also das System selber hat schon ordentlich funktioniert, aber die Performance ist halt massiv in die Knie gegangen. Und dann gab es lauter Krisenmeetings, Micromanagement, super böse Top-Projektmanager, die mit virtuellen Baseballschlägern auf uns eingeprügelt hatten. Wir wurden übers Wochenende eingesperrt und sollten das fixen. Und was ich daran so, also ich stehe dazu, wir haben es halt verbockt, aber was ich daran so schlimm fand, hätten wir vorher mal an dieses Qualitätsthema Performance ein bisschen gründlicher gedacht, hätten wir diesen ganzen Optimierungsmist auch vorher in Ruhe machen können und ich hätte das Wochenende mit meinen damals noch sehr, sehr kleinen Kindern verbringen können. Und diese Situation, das Thema Qualitätseigenschaften, Entschuldigung, verkackt, das ist mir halt dummerweise noch ein, zweimal passiert. Ich gebe keine genauen Zahlen bekannt. Aber glaub mir mal, daraus habe ich gelernt. Qualität ist wichtig und über Qualitätsanforderungen sollten wir ganz, ganz früh, in frühen Phasen auch der Entwicklung, mal nachdenken. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Wichtige nicht-technische Fähigkeiten. Ich bin chronisch neugierig. Mir macht es total Spaß, zu irgendwelchen Themen, zu denen ich mich nicht oder gar nicht auskenne, mal so ein bisschen in die Tiefe zu gucken, zu bohren. Und ich glaube, dass diese Neugierde mir sehr hilft, auch in Beratungsprojekten, in Consulting-Projekten, Sachverhalte zu hinterfragen, die vielleicht für viele andere total langweilig klingen. Und ja, ich will dann halt manchmal ein paar Sachen genauer wissen. Und dann stellt sich raus, klang ganz einfach, ist in Wirklichkeit aber total kompliziert. Und daraus haben sich schon häufiger mal für mich persönlich, wie auch für meine Kunden, unsere Kunden, interessante Beratungsaspekte ergeben. So, Neugierde. Der nächste Punkt, ich bin echt kompromissfähig. Ich habe eine Meinung zu vielen Dingen, aber
Ich habe halt gelernt, mit meinem Holzkopf durch die Wand tut echt weh und bringt auch keinem was, weder der Wand noch mir. Und ich habe es halt gelernt, dass man mit Kompromissen manchmal viel besser klarkommt, als wenn eine Person versucht, so eine Meinung durchzusetzen. Dafür musste ich lernen, besser zu kommunizieren. Das konnte ich früher viel schlechter. Ganz früher war ich überhaupt nicht kompromissfähig. Da nannte man mich Dickkopf. Sehr lange Zeit. Ich glaube, darin bin ich deutlich besser geworden. So, dazu gehört zu dieser Kompromissfähigkeit so ein Stück weit Pragmatismus. Na, das ist auch eine nicht-technische Fähigkeit, zu akzeptieren, dass 80% oft gut genug sind. Das habe ich massiv gelernt beim Bücherschreiben. Wenn ich für mein erstes großes Architekturbuch auf die 100% gewartet hätte, wäre es heute immer noch nicht fertig. Meine damalige Lektorin Margarete, dir vielen Dank, hat irgendwann gesagt, Gernot, das ist aber gut genug, das können wir jetzt veröffentlichen. Und davon habe ich mir hoffentlich eine Scheibe abgeschnitten. So, und das vierte, nicht technische, was mir, glaube ich, sehr, sehr oft geholfen hat, ist Zeitmanagement. Ich behaupte, ich kann mich ganz gut organisieren, ich kann meine Zeit ganz gut einteilen, ich kann mir klare Ziele setzen, ich kann systematisch auf solche Ziele hinarbeiten. Und kann ich auch nur jedem empfehlen, ich weiß, Programmieren macht mehr Spaß, aber sich mal ein Stündchen oder zwei mit dem Thema Zeitmanagement, Zeitorganisation, Selbstorganisation zu beschäftigen, vermute ich, könnte vielen Leuten helfen. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Ja, meine beruflichen Ziele. Ich pick mal eins raus. Also, ich habe ein paar Consulting-Mandate und habe natürlich eine Menge fest geplante Termine, Konferenzen etc. Aber diese schlimme berufliche Situation, von der ich vorher erzählt habe, das mit der Qualität und so, das treibt mich halt schon eine ganze Weile rum. Ich sitze da kräftig dran, ein Buch über das Thema Quality-Driven Architecture zu schreiben, also wie wir mit Hilfe von systematischem Umgang mit Qualitätsanforderungen und Lösungsoptionen dahin, wie wir da das Erreichen von Qualität systematisieren können. Und dieses Quality-Driven Architecture-Buch, das will ich unbedingt fertig kriegen. Ich schätze, ich bin bei 70%, also bis zu meinen pragmatischen 80 ist es nur noch ein kleines bisschen. Aber erkläre ich jetzt mal hiermit öffentlich, im nächsten halben Jahr wird das was. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Einschränkungen? Ich gebe ja zu, ihr habt mir die Fragen vorher gegeben und ich konnte drüber nachdenken. Erst habe ich gedacht, Mensch, als Softwarearchitekt oder Architektin steht dir doch die Welt offen. Ja, dann ist mir eingefallen, oh Mist, wir sind natürlich schon eingeschränkt. Manchmal nennen wir das durch die Politik. Ja, wir haben eine super Lösung, aber wir können sie irgendwie wegen Politik nicht umsetzen. Jetzt will ich mal gar nichts gegen Politik sagen. Ja, das ist ja auch was für Kompromissfindung und so braucht man ja schon. Aber ein Nachteil in dieser politischen, organisatorischen Dimension ist, dass ich ab und zu mal auf die Ergebnisse des sogenannten Peter-Prinzips gestoßen bin. Also alle unter euch, die Peter heißen, fühlt euch bitte nicht persönlich auf den Schlips getreten. Peter-Prinzip ist dieses Prinzip, dass Leute befördert werden, befördert, befördert, so lange bis zur Stufe ihrer Unfähigkeit. Und auf solche Leute bin ich gestoßen. Manager, waren schon viele Männer bei, waren eigentlich fast nur Männer, die in ihrer Position total unfähig waren, das natürlich niemals zugegeben haben, völlig bescheuerte Entscheidungen getroffen und das hat uns schon, mir schon manchmal echt blöde Grenzen und Barrieren gebaut. Ich weiß genau, wir hätten es lösen können, wir durften aber nicht, weil irgendjemand glaubte, er wüsste Dinge besser und wusste sie aber gar nicht. Und das ist schon eine doofe Grenze. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Ja, die Frage, die finde ich richtig gut. Ratschläge an mein eigenes 18-jähriges Ich. Möglicherweise geht das anderen von euch auch noch so. Eure Kinder fragen euch nämlich nicht, also die Älteren zumindest nicht mehr um Ratschläge und machen einfach.
Und dann ist es schon schön, wenn mich mal jemand nach Ratschlägen fragt. Sehr schön. Um anzufangen, schalte ich mal wieder meine Kameras um. Und tatsächlich ist ein Ratschlag, den ich meinem 18-jährigen Ich geben würde: Steck nicht so viel Junkfood in dich rein und kümmere dich mal um ordentliche Ernährung. Ich habe hier den Ernährungskompass. Ja, das ist von Baskast ein wissenschaftliches Buch über Ernährung. Gesunde Ernährung verhindert Krankheiten und ist überhaupt gut. Und dieser Mensch hat 500 wissenschaftliche Studien gelesen und sie allgemeinverträglich zusammengefasst, allgemeinverständlich, wirklich gut. Also Kamera wieder zurück. Erstens hätte ich von diesem von dieser Herangehensweise, ja, lies Studien, lies Grundlagen und bilde eine differenzierte Meinung, statt zu sagen, na, das eine ist super, das andere ist mies, eine differenzierte Meinung, die verargumentieren, da hätte ich von der Arbeitsmethode keine Menge gelernt. Und außerdem hätte ich, glaube ich, schon viel früher angefangen, weniger Junkfood zu essen und wäre wahrscheinlich noch ein bisschen gesünder. So, das Zweite, was ich meinem 18-jährigen Ich unbedingt empfehlen würde, ist: Lern ordentlich Notizen machen. Dieser ganze Unfug, Notizen in Bücher zu schreiben, die man dann irgendwann in den Schrank stellt und nie wiederfindet, der ganze Unfug, in Büchern Markierungen an den Rand zu schreiben, die man danach nie wieder findet und sich auch nicht mehr daran erinnern kann, ist alles Blödsinn. Ihr müsst ja gar nicht wissenschaftlich arbeiten. Alle in der IT haben mit einem Überfluss an Fakten zu tun, wo ihr Dinge rausziehen wollt und müsst, die für euch relevant sind. Und meinem 18-jährigen Ich würde ich empfehlen, lies dieses Buch, das Zettelkastenprinzip. Den Link packen wir bestimmt auch in die Shownotes. Ordentliche Notizen machen. Ordentlich im Sinne von dein eigenes, für dich relevantes Wissen, deine, ja, Schlussfolgerungen aus Dingen, die du gelesen hast, in der Art und Weise festzuhalten, zu organisieren, so dass du dir auch später nochmal wiederfindest. Personal Knowledge Management. Ich mache jetzt keine Tool-Werbung, ist völlig egal. Ja. Der Erfinder dieses Zettelkastenprinzips war ein Soziologe, der das tatsächlich als Zettelkasten mit Karteikastenkarten gemacht hat. Einer der produktivsten Wissenschaftler der 1960er, 1970er. 60 Bücher innerhalb super kurzer Zeit, Dissertation, Habilitation geschafft. Und ich glaube, von so jemand lernen, das finde ich gut. Diesen Rat mit diesem Zettelkasten und ordentlichen Notizen, den konnte ich zumindest mal meiner studierenden Tochter weitergeben, die das im Moment für ihr Masterstudium unbedingt braucht und schon ein paar Mal gesagt hat: Papa, das hat mir echt geholfen. Ja, das ist mein zweiter Rat. Mein dritter an mein jugendliches Ich wäre T-shaped Kompetenzaufbau. Ja, so wie so ein T. Wir brauchen Breite. Ich habe damals sehr in die Tiefe gebohrt und links und rechts hat mich nichts gestört. Ja, ist schon ja auch notwendig, Dinge in die Tiefe, irgendwelche Dinge in die Tiefe zu kennen, aber die Breite, Dinge einordnen zu können, vielleicht mal in ein anderes Sachgebiet reinzugucken, ist mir erst relativ spät in meinem Studium, in meiner Ausbildung klar geworden. Ich habe dann auch mal ein bisschen Philosophie studiert, Europawissenschaften, habe ein bisschen Betriebswirtschaft, habe mal sogar ein bisschen Jura mitgekriegt. Und dieses T-Modell hätte ich früher anfangen sollen. Das ist der dritte Ratschlag an mein Ich. Und ich habe noch einen vierten, nämlich: Geht und lernt andere Kulturen kennen. Ja, statt schon während der Ausbildung oder des Studiums Geld für die Rente zurückzulegen, leg Geld zurück und wenn du deine Ausbildung, dein Studium, irgendwas, wenn du da so einen Abschnitt gemacht hast, nimm dein Geld und reis so lange durch die Welt, bis das Geld alle ist. Du verdienst danach sowieso genug.
dieses andere Kulturen. Ich bin lange alleine und dann mit meiner jetzigen Frau durch Südostasien gereist, durch Indien gereist. Das ist wirklich anders. Und das hat mir sehr die Augen geöffnet. Ich glaube schon, dass ich danach ein bisschen anderer Mensch war. Und das möchte ich doch jedem empfehlen. Und auch das würde ich, wenn ich es nochmal machen könnte, ein bisschen früher anfangen. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Was ich Leuten mit auf den Weg geben möchte? Also ich kann ja nur von mir sprechen. Dieser Software-Architektur-Job, Software-Engineering-Job, da hast du mit Leuten zu tun, kannst mit Technik zu tun haben und kannst das ganz schön mischen. Ich finde das gut. Aber nicht jeder hat an sowas Spaß. Ja, mit auf den Weg geben würde ich euch, sucht euch einen Beruf, den ihr als Berufung empfindet. Also der euch, lachs gesagt, Bock macht. Und Geheimtipp, Softwarearchitektur macht total Bock. Da muss man nicht so verrückt sein wie ich. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, denen das total Bock macht. Ihr könnt diese Rolle Softwarearchitektur, die könnt ihr haben, auch wenn ihr noch ganz viel codet. Na, ihr könnt euch, wenn ihr es unbedingt wollt, aus dem Coding so ein bisschen zurückziehen und mehr kommunizieren. Das könnt ihr, glaube ich, ganz gut selber skalieren. Und ja, wir brauchen sowieso mehr von euch. Also, auf! Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Was ich in meiner Freizeit mache? Ich könnte ja jetzt sagen, Artikel schreiben und Fachbücher lesen. Ich glaube, ihr meint aber noch mehr Freizeit. Ja, ich nehme mir tatsächlich auch Fachbücher mit an den Strand. Ich lege mich eigentlich gar nicht an den Strand. Ich lege mich irgendwo auf eine Liege unter einen Sonnenschirm und habe ein Fachbuch. Und wenn ich sowas nicht mache, ich radel gerne, meine Knie machen kein Joggen mehr mit, sonst würde ich joggen. Ich mache aber total viel Sport. Meine ganze Familie ist sportverrückt, noch und nöcher, also super. Die nehmen mich dann nämlich mit. Na, früher hieß es, Papa kommst du mit oder Papa fährst du mich irgendwo hin. Na, heute sind die Kids halt groß und ich mache es mit meiner Frau zusammen. Und das hat den Vorteil, dass man danach so hungrig ist, dass man ordentlich essen kann und ich koche auch gern.